Brüllendes Gelächter deshalb, weil es immerhin hochgradig amüsant gewesen sein wird, diese Wechselverschlingungswidersprüchlichkeiten in aller Struktur, in allem Sein, die nicht aus sich selbst heraus können, in ihrer Selbstverschlingungsstruktur, in ihrer widersprüchlichen Seins- und Wegseins, Seins- und Nichtseins, Nichtseins- und wieder Nicht-Wegseins, Verwickelungen mit immer hinterhältig übertriebeneren, schlaueren, clevereren Ausfranzungsstrategiespielchen zu beobachten, dieses ganze opulente, megalomane, größenwahnsinnige Bühnenschauspiel lediglich einer Vorstellungswelt, denn es ist ja nicht das Reale selbst, das hier sich anschauen macht.